Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode ungeschnitten Minecraft Survival Games auf dem HiveMC.com Server. Wir befinden uns in Folge Numero 113 und warum zum Teufel bin ich jetzt im Silent Hub? Ich war den ganzen Abend nicht im Silent Hub und jetzt bin ich einfach mal da. Ich raff es nicht. I don't get this. Und wir machen heute eine Catching Fire freie Runde. Also mal eine Runde ohne Feuer zu fangen. Und auch ein bisschen Fragerunden beantworten. Es wird schwer, nicht Catching Fire zu wählen, zu bekommen, weil Catching Fire immer noch so die Map ist, die momentan am meisten gespielt wird. Da müssen wir mal schauen, vielleicht wird es nix. Vielleicht wird es auch was. Wahrscheinlich werden wir öfter mal einfach rausgehen müssen wieder mal. Aber wir haben ja Zeit. Letzte Folge ging ja wirklich sehr, sehr kurz. Ich glaube 20 Minuten. Ich bin noch nicht mehr stolz darauf auf die Aufnahme. Es war so... Ich habe richtig verkackt, richtig hart reingeschissen. Und das soll sich ein bisschen ändern. Das muss sich ändern. Meine Ansprüche und eure Ansprüche an dieses Format liegen natürlich ganz weit oben. Und Catching Fire gewinnt natürlich. Ich habe eine Lobby, die... Da! Nein! Das war so knapp. Das andere Lobby, die vielleicht irgendwie parat wäre jetzt so gerade irgendwie. Die nicht, die hat gerade angefangen. Hier vielleicht. Nee, Catching Fire. Ach man, ey, warum immer diese scheiß neue Map jetzt, ne? Ganz ehrlich. Hab da langsam echt keinen Bock mehr drauf. Echt nicht mehr. Echt keinen Bock drauf. Ich kann die Map nicht mehr sehen. Überall. So weit das Auge reicht. Nur Catching Fire. Nein, Catching Fire. Ja, ihr merkt schon, genau so läuft es nämlich ab. Guck mal, schon wieder 5 Votes, ne? Egal, was man spielen will, es kommt nur Catching Fire dran. Okay, hier sind ein paar Survival Games Maps drin, aber im Prinzip ist es nur Catching Fire. Ah, Breeze Island, ja. Boah, ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr auf Breeze Island gefreut. Wie jetzt. Oh, Breeze Island, 12 Votes, ja, sofort nehmen. Ja, ist besser als gar nichts, auch wenn Breeze Island immer so eine Sache ist, eventuell gewinne ich da, eventuell auch nicht, ich bin nicht allzu gut, aber ich würde ganz gerne als heutiges Thema nehmen, beziehungsweise ich würde ganz gerne mal anfangen, die ersten Fragen zu beantworten. Von eurer Fragerunde. Ich würde es aber so machen, ich mache das peu à peu. Und nicht so wie damals, so alles in einer Folge, sondern werde in den nächsten Folgen immer so verschiedene Sachen ansprechen. Und heute machen wir mal ein bisschen was über Hive. Und zwar bin ich die Kommentare durchgegangen. Ich muss ganz kurz rejoinen. So. Hat einen Grund. Oh, Luke's Now. Killer CDB. Jetzt kommen sie alle rein, oder was? Hatte das den Grund? Ich bin die ganzen Kommentare durchgegangen und die ersten drei waren irgendwie dann über Survival Games so Fragen. Da dachte ich mir, okay, dann machst du es so. Du, wo muss ich denn lang? Wo muss ich denn lang? Da muss ich lang, ne? Ja. Mach ich einfach so erstmal die ersten Fragen in. Über Survival Games und dann geht man immer so weiter, dass man quasi die Reihenfolge beibehält, wie die Kommentare gestellt wurden. Und da werde ich gleich so ein bisschen drauf eingehen. Ein bisschen was über andere Survival Games Spieler, über, naja, wie ich zu Survival Games kam und ja, so halt ein bisschen. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf den Spawn bei Breeze Island. Ich werde nicht zur Mitte gehen, weil die Mitte ist in dem Fall, ich hätte ganz gerne den Vorsprung, um sofort Richtung Höhle zu gehen. Der Vorsprung ist mir wichtig. Der Vorsprung ist mein bestes Gut. Gut. 3, 2, 1, go. So. Denn hier springen sie alle ganz läppisch weg, oder wie? Hier hochzukommen, hier ist immer schwer. Ich finde noch keinen perfekten Weg, hier irgendwie ranzukommen. Aber wir sehen schon, wir werden ein bisschen verfolgt. Wir werden bestimmt getargetet. Und da ist die Truhe. Das eine Truhe, sagen wir mal so. Sups. Ja, mal die Truhe mit. Alter, willst du mich verarschen? Da war ja so viel drin, wie, keine Ahnung, bei einer Oma oben in der Brust. Also gar nichts, alles war ekelhaft. Will ich gar nicht dran denken, wie alles da so schwabbelt. Ja, besser als gar nichts. Besser als gar nichts. So rum. So, ist da eine Hose drin. Hier haben wir einen Kopf. Dann hätten wir fast alles. Einen Harnisch haben wir nicht. Ah, Dubstep. So. Und hier, geh doch drauf, bitte.
gönn dir mal da drauf zu gehen. Ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall die Angel jetzt zu bekommen. Nicht die hier, sondern die da hinten. Gerade safe. Glaube ich zumindest. So, da haben wir die Angel. Hier haben wir nochmal eine Angel drin. Geil. Den Kopf können wir auch umziehen. Wir brauchen noch einen Harnisch. Ganz, ganz dringend. Aber sowas von dringend. Wir gehen nochmal auf die andere Seite von dem Dingens hier, ne? Von der Höhle. Gleich kommen jetzt die ersten Fritzen an. Keine Fritzen weit und breit in Sicht. Und hier ist keine Truhe mehr. Ja, ja, läuft ja. Kurz mal umdrehen. Ist hier noch eine Truhe versteckt irgendwo? Da sind noch zwei Truhen. Holen wir uns die mal eben. Harnisch wäre wirklich richtig gut jetzt gerade. Ansonsten, naja, komm, die können wir noch mitnehmen. Aber was soll man sonst machen? Ich brauche doch einen Harnisch und meine Stimme ist weg. Ich brauche auch noch meine Stimme eigentlich. So, ganz gern nochmal. Guck mal, ich habe nichts gemacht. Ich habe mich nicht ein bisschen gedreht und schon ist alles wieder verzogen. Wie ein verzogenes kleines Kind. Bester FIFA-Spruch aller Zeiten auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir jetzt zum Jump and Run. Auch wenn ich da eigentlich eher so nicht drauf gehen würde, weil ich glaube, der Jump and Run bringt mir jetzt gerade nicht allzu viel. Wo lang muss ich denn nochmal? Da lang oder so, ne? Irgendwie so halt. Achso, dann hier drauf, ne? Genau, so drauf. Dann hier hoch. Genau. Hier ist so eine Truhe bestimmt, oder? Komm, Harnisch! Alter Faller. Warum denn nicht? Dort ist schon einer. Müssen wir jetzt aufpassen. Und hier habe ich wieder meine Probleme, wie ihr wisst. Ich habe hier immer meine Probleme. Ich habe ja auch generell Probleme. Mit allen Sachen. Und ganz besonders hier drin. Hier mit. Denn das hier schaffe ich irgendwie nie so. Hüps! Geil! Beim ersten Mal! Geil! Läuft! Oh nein, ey. Du willst... Naja, aber trotzdem. Also ich bitte dich. Na komm, spielen wir mal runter. Verarscht! Verarscht! Wir gehen hier lieber mal runter. Schaffe ich das hier, ne? Da ist nämlich ein Typ. Oh. Ein Typ. Schön hier reingespuckt. Sind das Friends? Ah, nicht so wirklich. Jetzt will ich mal gucken, was ich mache. Alles cool, ich hab nix. Sag der erstmal auf mich drauf hier. Ja, komm. Da sind mal eben so 3-4 Leute unterwegs. Aber man, mich die nicht treffe, ne? Ich die nicht treffe gerade. Ich verarschen willst du mich, oder? Jetzt komm, geh mal weg hier. Alter, oh ja, dann auf einmal springe ich nach vorne. Einfach so. Aus mir nix, dir nix, springe ich nach vorne. Ach Leute, was willst du denn? So, den Arsch offen, ernsthaft. Ist den Arsch richtig offen. Ja, das war's für mich. Mann, ey. Bei meinem Lederharnisch, was will ich da machen? Müssen mal kurz... Alter Faller. Das kann doch nicht wahr sein hier. Komm mal hier raus. Den will ich dann ganz gerne noch bekommen hier. Irgendwie zumindest. Lauf mal ein bisschen weg vor ihm. Einfach um, Ah, Junge, ey. Ich hasse Ruiz Island, hab ich das schon mal erwähnt? Kurz mal weg. Da kannst du unten ein bisschen ankommen. Ja, push du mich mal weg. Aber du kannst doch nix, ey. Du kannst doch echt nix. Komm schon, stirb einfach. Nice. Alter Falter, ey. So. Hätten wir den ersten schon mal. Hätten wir einen besseren Harnisch. Der ist hier. Nee, 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 nee. Na, wir auftauchen, auch eine gute Idee. Ah. Ei, ei, Captain! Wir kommen zurück an Bord! Er fühlt sich so ein bisschen so an, zumindest. Wir haben, glaube ich, noch ein Dreierteam unterwegs, oder zumindest irgendein Team. Weil sind so drei hintereinander geschwommen und das kommt mir nicht ganz so koscher vor. Ich fange mal mit der ersten Frage an, jetzt, wo wir so ein bisschen den ersten Trubel hier beseitigt haben, bei Bruce Islands, auch wenn ich hier nicht drauf komme gerade.
Und zwar die erste Frage: Wie kamst du zu Survival Games? Und es ist eigentlich damals entstanden durch die Gamer Klinik, als wir die damals kennengelernt haben, 1985. Sinn. Ah, komm schon, kurz mal. Als ich damals kennengelernt habe. Na, bleib ruhig hier. Bucketed, alles klar. Ich aber auch. Hat nicht mehr viel Leben. Oh, kein TNT. Wow! Wow. Ich wusste, er hat nicht mehr viel. Hast du gemerkt? Aber er hat leider auch was abbekommen. Der hat gar nichts da. Pass auf! Kann ich kurz? Darf ich kurz? Jetzt hier gleich ein bisschen weiter. Okay, ist gerade noch ein bisschen spannend hier. Geht denn hier noch so ab gerade? Irgendwas Cooles, was hier abgeht? Einer lebt noch hier. Muss ein bisschen umgucken. Sie ist wieder wegläuft. I have nothing. Will ich ausloggen, oder wie? Ausloggen ist nicht. Nicht mit mir. Ach, scheiße. Aber wenn wir da laufen, wir drücken ihn mal Richtung Wand hier hinten. Ich glaube, da kann er nicht mehr allzu viel machen jetzt gerade. Gut, ist er tot. Wunderbar. Wo war denn sein Kompagnon? War da nicht noch ein Kumpel irgendwo von ihm oder so? Irgendwann einmal? Aber eine neue Angel haben wir auch. Perfekt. Wir können ja keine Sachen mehr aufheben, ne? Ich schmeiß mal kurz allen Crap, den ich brauche, weg. Wie immer. So. Ich glaube, ist alles dabei, was ich nicht. Sonst können wir wieder Kommentare. Irgendwas hast du vergessen! Anzuziehen. Das da. Ist dann irgendwie geiler Stuff. Ein Eisenhelm. Ja, den müssen wir mitnehmen, ne? Das gefällt mir wieder groß. Ja, danke schön. So. Okay, jetzt kann ich vielleicht nochmal von vorne anfangen. Ich mag es nicht so gerne zu erzählen, wenn ich gerade hier so in Bedrängnis bin, weil dann, kann ich nicht so wirklich, reden. So wie gerade. Obwohl ich gerade gar nichts zu tun habe. So mental und egal. Ja, als wir damals kennengelernt haben, die Gamer Klinik, so im Februar war das, haben die irgendwie Survival Games gespielt auf dem sehr cool Server. ich bin gerade in ein Gespräch vertieft. Da haben wir die damals kennengelernt auf dem sehr cool Server und da haben sie halt Survival Games gespielt. Und ich so irgendwie, ja, was ist denn Survival Games? Hab mal ein, zwei Runden mitgespielt und dann sind wir halt irgendwann auf dem Hive gegangen. Weil irgendwie sehr cool dann irgendwie scheiße war oder keiner mehr online war nachts um 12 Uhr. Und wir so, ja komm, wohin gehen wir denn? Ja okay, dann gehen wir auf den Hive. Der soll wohl auch relativ gut sein. Dann haben wir da ein bisschen gespielt. Das waren eigentlich Jody, Juli und ich. Haben sie mir so ein bisschen diese ganzen Sachen beigebracht. Oh fuck, ist mal kurz weg von hier. Nämlich Full Iron, der Typ. Nein, nicht mit mir. Lass meinen Kumpel in Ruhe. Fuck. Lauter, Team! Ah, komm her. Komm her! Na, wir haben halt damals ein bisschen gespielt. Auf dem Hive. Dann war ich sogar der Erste, der sich Hive Premium gekauft hat. Und, ja, so war das halt. So war das. Komm her. Alter Faller. Ich lass den mal ein bisschen noch, ne? Komm schon, stirbt einfach. Wie er nach hinten gedrängt wird, ne? Voll krass eigentlich. Stirbt doch einfach jetzt, am Mann. Jetzt müsste er mal sterben, weil er kann immer weiter raggen jetzt. Ich hasse Wasser so sehr. I hate water. Ja, und irgendwie hat mir dann Survival Games immer mehr Spaß gemacht und war immer geiler irgendwann. Oh, Mann. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Alter, Falle, das ist nicht zu fassen. Ich hasse
Wasserkämpfe so ultimativ krass sehr. Alter, habe ich keinen Bogen. Fucking Scheißbogen, ey. Ja, ist ja gut. Junge, ist ja gut. Boah, hört sich das an, ne? Das ist ein Scheiß, ey. Greatness ist Ende im Gelände. Alter. Ja, dich bekomme ich aber noch hier. So. Alter Faller. Hauptsache in die Ecke drängen so ein bisschen. So. Ja, jetzt gerade hat er ein bisschen die Macht. Aber alles cool. Ja, mittlerweile kann ich Wasserkämpfe auch ein bisschen besser. Ja, ist ja gut. Aber ein Kies hilft ja nicht allzu viel weiter. Alter, ich hasse den Scheiß, ne? Komm her! Jetzt ist natürlich ein Refill, weißt du? Jetzt hol ich den ganzen Krempel hier raus. Alter! Du kleines, pissgesichtiges Mongo-Fickkind, ey! Ah! Ich will ihn jetzt haben. Ja! Ja! Nein! Ja, zum Spawn-Rennen bringt mir auch nichts mehr gerade. Ich kann gerade nur noch weglaufen. Also, die verfolgen quasi. Ach, Junge, ey. Warum denn? Boah! We did it, yay! Ja, habt ihr auch geschafft. Habt den Loot vom Spawn bekommen. Oh, achso. Deathmatch schon, alles klar. Ich gar nicht mitbekommen. So. Wo ist der fickgesichtige mongoloiden-köpfige Kind? Da ist er tot. Ah, ich hab ihn nicht bekommen. Ich hab ihn nicht bekommen, den Penner. Sterb doch einfach. Mann, ey. Ich habe ihn nicht bekommen. Wie scheiße ist das denn? Aua. Warte mal hier. Er ist nicht mehr um. Nice! Meine Güte, ey. Ah, fuck, ey, dass ich den anderen nicht bekommen habe, dass ich diesen scheiß anderen nicht bekommen habe, den ich so gerne bekomme, diesen Penner. Und darum hasse ich scheiß Wassermaps. Ich reg mich da immer nur zu Tode auf. Oh, nee, das ist zu viel für meine Nerven, ganz ehrlich, es ist zu viel für meine Nerven. So, was ist denn hier mal irgendwie schnell? Alles 0 Votes? Ja, dann voten wir mal... Ach, so, Games 4, geil. Es sind da so drin, dass es so hochgewotet wird. Okay, alles klar, egal. Ja, also nochmal, um es kurz und knapp zu fassen. Ja, Survival Games, wie gesagt, euch der Gamer Klinik, haben es mir damals mal beigebracht, so ein bisschen. Und dann immer weitergespielt und irgendwann dann habe ich gedacht, komm, nimmst du mal auf. Habe ich aufgenommen und seitdem ist es ein Runner irgendwie. Run, Bitch. Die andere Frage war, zeitgleich zu dem anderen, wie stehst du denn zu Hackern? Und bei Hackern muss ich natürlich sagen, da ich sehr oft eigentlich darunter leiden muss, dass ich dann quasi an Hackern sterbe, ich hasse Hacker jetzt nicht. Also, mir tun Hacker eher leid. Ich finde, Hacker sollten einem eher leid tun, dass sie sowas machen müssen, dass die irgendwie dann Hack benutzen müssen, nur damit die mal einen leichten Erfolg spüren, so einen wenigstens etwas längeren Schwanz bekommen. Aber ansonsten, ja, ne, ich weiß nicht, nee. Ja, auf jeden Fall, ja, so ist es halt. Okay. Ich weiß nicht, also, warum auch immer man hacken sollte, hacken muss, ich verstehe das Ganze nicht, also, ich bräuchte sowas nicht.
ich würde mich da jetzt nicht besser fühlen, wenn ich irgendwie, irgendwie gewinne und dann weiß, ich habe gehackt, ich habe gewonnen. Fühlt sich ja gut an. Nee, kann sich nicht gut anfühlen, das fühlt sich scheiße an, ganz ehrlich, das muss sich scheiße anfühlen. Was kann man denn daran bitte schön gut finden? Oh Mann. Wehe. Hast du ein Schwert? Sau-Ox-Typ. Ich will nur alles cool, ist gut. Ich will nur ja hier rein, wir gehen jetzt zusammen rein, komm. Alter, was willst du denn? Du schlägst mich? Geh mal lieber weg. Wenn du mich schlägst. Nice! Oh, 400 Punkte für den. Läuft bei dem, ey. Don't betray, please! Jetzt habe ich natürlich keinen anderen Stuff mehr, leider. Aber eine Pilzsuppe. Ja, haben wir schon alles, glaube ich, ne? Habe ich nicht angezogen, warum auch immer. Team gleich Noobs. Okay. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Ja, zumindest so ein bisschen. Ich überlege gerade, mittlerweile gibt es auch keinen Life-Rack-Hack mehr und so. Das finde ich halt schon ziemlich geil. Da macht Hive schon gute Sachen. Dass die gewisse Sachen ausschalten oder versuchen zu verhindern. Das haben sie in den letzten paar Monaten wirklich stark hinbekommen, finde ich. Wo sind denn die? Sind die ja drin gewesen? Geil, da wusste ich gar nicht, dass mir hinkommt irgendwie. Kannte ich ja gar nicht. Fuck, komm hier drauf. War noch irgendwo einer, oder? Lauf ich denn hier gerade lang, ey? Keine Ahnung, egal, aber sieht gut aus. So einmal gemacht. Er wollte mich auf jeden Fall betrügen, oder? Alter. Ah, fuck, da habe ich einmal zu kurz. Leckt der rum, oder was ist mit dem los? Ich weiß es nicht so ganz, aber habe ich gerade noch so bekommen, ey. Also schon, es wäre jetzt gerade vorbei mit mir. Da ist eine... Alter, ich hasse diese Kanalisation, ne? So. Da waren wir auch noch nie, ne? Auch mal schön, ein paar neue Ecken kennenzulernen. Komm ich wieder nach oben? Nee, ne? Egal, ich will jetzt zum Spawn oder... Da sind Pilze. Nimmst du ja gerne noch mit. Und das ist eine Truhe. Habe ich gesehen, Leute. Nicht ausrasten. Habe ich gesehen. Das ist meine Pilzsuppe. Habe ich die jetzt weg... Alter, Falle. Okay, ich bin ab und an wirklich doch noch ein bisschen sehr noobig. Geil. So, hoch hier. Alter, wie man immer nach unten gucken muss, um nach oben zu kommen, ne? Ja, das ist die Weisheit des Lebens. Ab und an muss man auch nach unten gucken, um nach oben zu kommen. Eine schöne Weisheit fürs Leben. So, es leben noch 9 Leute. Also dieser Sasso-Typ da, ne? Der wollte mich auf jeden Fall betrügen, oder? Also, der wollte zuerst Skype-Team mit mir machen. Ja, ist ja okay. So zwei stark habe ich bestimmt getargetet. So ein bisschen zumindest. Zumindest wusste er bestimmt meine Punkte. Deswegen hat er gefragt, German, dann wollte er Team mit mir machen und dann habe ich aber doch noch geschnitzelt. Den Typen. Tja. Weil er wollte mich, glaube ich, nämlich anhitten mit der Faust, um dann den Hangar zuzumachen, wenn ich irgendwo hinten drin bin. Das war so, glaube ich, seine Absicht. Könnte ich so gut vorstellen, aber dann haben wir eben doch, sind wir eben zuvor gekommen. Zum Glück hatten wir auch ein Schwert, muss man auch dazu sagen. Zum Glück. Tu so Glück, Haben wir hier überhaupt hier noch den Loot vielleicht? Ne, schade. Wäre aber ganz nice gewesen, wenn. Hier mal Crample ab. Crample! So. Und die behalte ich mal. Vielleicht haben wir noch mal Glück irgendwann. Aber ich gucke nochmal ganz kurz nach, denn hier sind andere Schuhe, die bringen zwar nichts, aber ansonsten rasten die alle wieder aus. Ja. Die andere Frage war, was Richtung... Oh, da ist noch ein Typ. Richtung Survival Games. Na komm her. Nicht Team. Stirb doch einfach. Dankeschön. So. Ich merke, es geht...
4 sehr gerne, weil hier eigentlich immer viele gute Leute sind. Eigentlich permanent immer gute Leute sind unterwegs. Die andere Frage war, welche Spieler findest du auf dem Hive besonders gut und gegen wen hast du schon so alles gespielt? Von der Top-10-Liste natürlich abgesehen, ne? Also von den guten halt. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin kein Survival-Games-Spieler in dem Sinne, dass ich ja tagtäglich auf dem Hive abhänge und irgendwie alles über jeden weiß und so Drama, Drama, Baby und so. Ich bin tatsächlich, YouTuber und ich nehme, der wieder dabei, der Kalek Alasheri, der Typ. Der eben vom Wasser, wisst ihr noch? Ja, wisst ihr noch. Ich nehme Survival-Games auf und ich spiele das jetzt. Es gibt Wochen, da spiele ich es ein bisschen intensiver und es gibt auch wieder Tage, da spiele ich es kaum. Aber ich bin halt nicht derjenige, der Survival-Games spielt, einfach um es zu spielen. Also klar, natürlich, aber ich nehme es halt auch nur mal viel auf. Und wenn ich dann irgendwie, wenn du aufnehmen musst Survival-Games, hast du irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Ich mache das Ganze jetzt ein Jahr und dann gibt es immer so, oh, ich muss noch aufnehmen. Und das verdirbt einem doch schon ein bisschen verdirbt es einem das Spiel doch, ja. Kann man so sagen. Wenn man das Ganze aufnehmen muss. Deswegen gönne ich mir immer so ein paar Auszeiten. Was aber auch bedeutet, dass ich einfach relativ wenig weiß über die ganze Community, die es da so gibt. Ich habe echt null Ahnung davon. Echt null Ahnung. Also, klar, ich kenne Sam Haribo, kenne ich. Ich kenne andere gute Leute. Duncan Clark und auch Jonas kenne ich. Wir haben auch schon mal, hier um darauf mal zugekommen, wir haben auch schon mal geskypt zusammen. Hier den Hebel kann man ziehen. Dann geht da oben ein Dingens auf. Ich zeig's nochmal für die Leute, die es noch nicht wissen. Mit Fabo habe ich auch schon mal aufgenommen. Hier ist der Verzauberungstisch übrigens, ne? Nochmal dann, ne? Den Hebel drücken, dann geht's auf. Also ich mag eigentlich alle. Also Jonas hat mir so ein bisschen seine Leidensstory erzählt, so ja, alle denken so, ja, Fabo-Überholer und so weiter und so fort. Ich fand Jonas nett. Wir wollten immer mal zusammen spielen. Werden wir auch bestimmt nochmal zusammen machen. Vielleicht lade ich ihn sogar mal ein zu einer Aufnahme irgendwann mal. Einfach nur mal, um seine Leidensgeschichte so ein bisschen noch theatralischer rüberzubringen. Aber sind alle nett. Also Sam Haribo finde ich spontan, also finde ich auch sehr gut. Phantom Zigger ist ein sehr, sehr guter PvP da, genau wie Duncan Clark. The Killer, gegen ihn kann ich gut spielen, auf jeden Fall. Gegen ihn habe ich eigentlich alle PvP-Kämpfe gewonnen. Sagen wir mal, 5 von 4 habe ich gewonnen. 5 von 4? 4 von 5 habe ich gewonnen. Auf jeden Fall. Es gibt schon echt gute Leute. Und hier auch mit Block 22 habe ich auch öfter mal schon zusammen gezockt. Und, oh, geile Musik. Ich habe viel Kontakt mit den Deutschen, die gut sind. Hab mit allen mal so ein bisschen schon mal Kontakt gehabt zumindest und mit den Ausländischen, ja, ne, was soll man da machen, da kann man nicht großartig dann irgendwie, na klar könnte man zusammen spielen, aber da habe ich, bis jetzt sowas habe ich noch nicht gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Da ist einer drin. Where are you denn? Alter Faller. Hallo? Hallo? Der nicht stirbt, ne? Was ist der andere jetzt denn? Upsalas! Was ist das, ein Dreier-Team oder so? Keine Ahnung. Irgendwas wird es gewesen sein. Um das kurz zu fassen, ich habe mit vielen Kontakt gehabt. Mit vielen mal gequatscht. Auch in Team Kontakt gehabt. Aber jetzt so wirklich in der Community drin bin ich halt nie wirklich gewesen, weil. Ja, das war klar. Aua.
will nur den haben jetzt gerade. Ich will nur den haben. Den bekomme ich auch noch auf jeden Fall. Aua, Pfeil und Bogen, alles klar. Ein bisschen weggehen. Warum läuft der geduckt? Was mal wegdrehen. Oh fuck, das war's. Noch nicht. Help me! Ups. Ah. Oh fuck. Oh fuck, ey. Ganz schön hart gerade. Sorry, Leute. Oh fuck. Junge, mach mal was. Komm schon. Nice. Nice one. Pfeil und Bogen aufpassen. Fuck. Oh fuck. Oh fuck. Nice. Hab ich einen Pfeil und Bogen? Ja, habe ich. Der die Pfeile abblockt hier, irgendein Fritze. Okay. Wollt ihr mal hier noch das TNC einsammeln? Haha! Nice! Du kleiner Penner, ey. So muss das laufen. So muss das laufen. Hätte ich nicht damit gerechnet gerade im Endeffekt, ey. Weil dieses scheiß Team da mit seinem verzauberten Steinschwert und der andere, I see any art, weißt du, der dann ankommt und meint dann, ach komm, ey, hört mir alle auf. Hören Sie mir alle auf. Aber hat ja auch noch gut funktioniert gerade. So, was gibt's denn hier schönes? Dryboon Valley! Dryboon Kackboon Valley! Geil, ey! Naja, also wie gesagt, ich bin halt nicht da so drin und von daher will ich mir auch kein Urteil bilden über verschiedene Leute, weil ich einfach zu wenig zu tun habe mit denen. Also ich weiß, Quantum Tigger, Samaribo, das sind so die einzigen beiden, ja, Fabo, Jonas, also obwohl Fabo und Jonas... auch wenn es Deutsche sind, aber da muss man eher sagen, das sind so Leute, die viel spielen. Und deswegen auch zwangsläufig irgendwo oben dabei sind. Was unter anderem The Killer ja wiederum nicht ist. Der ist ja so jemand, der relativ wenig spielt und da auch mal eine richtig geile KD hat. Und Fabo ist auch einer, der oftmals teamt in seinen Runden. Aber trotzdem alles coole Leute und ich mag sie alle sehr gerne. Ich mag Fabo sehr gerne und ich mag Jonas auch. Und ich mag generell alle. Von daher... ist ja alles cool. Ich werde auch mal gucken, ob ich vielleicht mal so eine Runde hinbekomme mit ein paar Leuten vom Hive, so von der Top 10 mit ein paar Leuten aufzunehmen. Vielleicht sogar auch mit englischen Leuten oder so. Mal schauen, man weiß es ja nicht so genau. Ich bin jetzt zweimal gar nicht zum Spawn gerannt. Ah, oh, einen nur bekommen. Bin jetzt zweimal gar nicht zum Spawn gerannt, ne? Fällt mir gerade so auf. Oh, da ist Jade irgendwas. Komme ich vielleicht hier die Tour? Das wäre richtig nice, wenn hier eine ist, aber keine da. Und schon mich alleine hier, oder wie? Alles klar. Wie die alle sofort dann weggehen irgendwie, ne? Am Anfang ist man noch irgendwie mit Tausenden da, danach gar nicht mehr. Ja, es läuft doch gerade sehr gut. Die Sprünge hier auch. Der gerade nicht so, aber da passt schon. Ja, wird eine etwas längere Folge anscheinend. Und, dann noch eine andere Frage, die kam, die fand ich auch ziemlich lustig. Deswegen habe ich die auch mit reingebracht in die Dingens jetzt hier in die Runde. So, kommen wir aber jetzt gleich erstmal kurz anziehen. Kommt mir jemand rein? Aufpassen. Kurz mal essen. Ist vorbeigelaufen, ne? Kann das sein? Okay, ist vorbeigelaufen. Ah, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen mein Auge auf die Tür, falls er vielleicht dann noch reinkommen sollte. Nee, aber ist ganz cool. Alles Leisure. Die andere Frage war, was hältst du von dem Song What Does the Fox Say? Wow. Oh Gott, ich habe gerade irgendwas gehört, habe ich gedacht. Alter Faller. Und finde ich auch ein lustiges Thema. Ich habe jetzt öfter mal auch schon in meinen Thumbnails und auch so das Lied gesungen. Und ich muss sagen,
Also die Entstehung ist ja eine ganz lustige. Eigentlich sind es eigentlich zwei Leute, die machen eine TV-Show. TV-Show. Eine TV-Show. Meine Güte. Im dänischen Fernsehen, glaube ich, ne? Genau. In Dänemark. Und, in Norwegen. Oder Dänemark? Ein von beiden. Skandinavien. Und, naja, so machen die halt ab und an so ein paar Songs irgendwie, die preisgeben. Lustige Songs. Und die wollten irgendwie so einen reichen DJ oder Produzenten, irgendwie sowas, wollten die engagieren, um einen Song zu schreiben, der über einen Fuchs handelt. Und irgendwie haben die den nicht bekommen, diesen Produzenten. Der meinte, nee, da schreibe ich nichts mit oder so. So in der Art war es. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Und da meinten die, komm, dann machen wir es eben alleine und schreiben eben selber den Song. Und ja, kam auf jeden Fall sehr gut an. Die Frage ist, warum kommen solche Songs meist sehr gut an oder warum sind das die Songs, die irgendwie Erfolg haben? Der tausende Beispiele für Songs, die keinen Sinn haben, keinen Sinn und Verstand haben und irgendwie richtig gut einfach ankommen. Der Grund ist einfach, dass, ich kann nicht mehr laufen, doch. Where denn? Ein bisschen Angst vor dem gerade. Okay. Hat er mir geschlagen gerade, habt ihr das gesehen? Geh mal lieber vor, bitte, Typ. Der verarscht mich doch jetzt aufs Niedrigste, oder? Ich will mal gucken. Gucken kann man ja. Ich träume doch mal nicht. Er kann auf jeden Fall ordentlich falsch schaden gerade. Ja, wo ist denn da jetzt ein Team? Ja. Hast du gemerkt? Zurückgeleckt, haha. Ja. Auf sowas sollte man sich nicht einlassen, wie ihr merkt, liebe Leute. Ich wollte jetzt unbedingt mal wissen, was der da wollte. Ob der wirklich sagt, er betrügt mich jetzt. Oder ob er vielleicht meint, wirklich Hilfe zu wollen. Aber wie man merkt, darf man, Leuten einfach nicht vertrauen. Aber ich dachte mir jetzt gerade mal, komm, YOLO, mach es einfach mal. Vertraust du ihm mal und gehst mal Richtung Spawn. Aber da sieht man einfach wieder, man muss immer abwägen. Es gibt Momente, da, also das war für mich jetzt nicht unbedingt, so falsch. Also es wirkte für mich jetzt nicht nach einem Betrayen, also nach einem Betrügen. Das wirkte eher für mich so, als würde ich es ihm noch abkaufen. Aber als ich dann kein Team am Spawn gesehen habe, wusste ich eigentlich schon, was los ist. Und hab dann irgendwie auch das Auge verloren, die Übersicht verloren und hat er mich einfach bekommen. Hatte, glaube ich, auch nicht mal allzu viel. Vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber entweder hat er mich getargetet und hat gedacht, okay, er hat viele Punkte, der muss ja gut sein. Dann gehe ich ja mit meinem Teamkollegen auf ihn drauf. Sowas darf man normalerweise nie machen. Das darf man nie machen. Ihr merkt jetzt gerade warum. Aber nun gut. Die Erfahrung muss man eben auch machen. Und ich werde es auch wieder tun. Also ich meine, es ist immer situationsabhängig. Es gibt Momente, da will man sowas irgendwie machen. Da hat man irgendwie Bock drauf. Da ist man so in so einer Stimmung. Da denkt man sich, ja, YOLO. Ne? Und dann geht man eben mit. Es gibt auch Momente, da sagt man, okay, nee, komm, ich gehe einfach auf ihn drauf und töte ihn. Es gibt die und die Momente, aber jetzt gerade in diesem Fall dachte ich mir, komm, mach ich es mal. Obwohl ich meine Route verlassen habe, mein Level nicht voll machen konnte, also viele Dinge, die eigentlich dagegen sprechen, eigentlich alle Dinge, die dagegen gesprochen haben. Zumal ich den Typen nicht kannte irgendwie, ne? Deswegen, aber nun gut, machst du halt nix. Ist halt so gelaufen. Nochmal zu What Does The Fox Say? Finde ich immer noch einen ziemlich coolen Song, also ich mag ihn auch sehr gerne irgendwie, obwohl er so scheiße ist oder irgendwie keinen wirklichen Sinn hat, aber es sind einfach diese Songs, die keinen Sinn haben, die einfach irgendwie was richtig machen. Die Songs machen ja irgendwas richtig, aber um dahinter zu kommen, das ist einfach
Was ist das Lied weiter? Man kann irgendwie nicht dahinter kommen, was die Sache denn ist, was es ausmacht. Ansonsten könnte man ja immer irgendwie einen geilen Hit schreiben. Also diese Formel, was es ausmachen muss, um einen guten Song zu schreiben, das dauert, das ist eine Sache, die weiß man einfach nicht. Das ist einfach eine Sache, die passiert so. Genauso mit diesem Song. Einfach, es kommt aus dem Nix und ist einfach geil. Wenn es nicht geil ist, der Tod, den ich gerade hatte. Naja. Kann man nichts mal ändern. Ich meine, ja. Also was mich am meisten ärgert, ist einfach, dass die Leute jetzt ihre Punkte bekommen oder meine Punkte bekommen und ihren Ruhm bekommen dafür, zu sagen, ja, voll geil, ey, habe ich geschafft, den zu veräppeln. Das ist es, was mich am meisten nervt. Es nervt mich gar nicht, dass ich da mitgegangen bin, weil ich denke, ich habe nichts falsch gemacht. Also klar, könnte man die normale Route weitergehen, aber man kann eben auch mal versuchen, sozial zu sein und vielleicht ihm zu helfen. Aber dann kam halt irgendwann schon sein Teamkollege an. Hätte vielleicht erstmal weglaufen sollen. Weglaufen wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer, Leute. Im Nachhinein ist man immer schlauer und einfach nur, also ich bin nicht sauer auf mich, ich bin eher sauer auf die Genugtuung, die bekommen, den Ruhm, den die bekommen. Das, was in der zweiten Runde, was ich da geschafft habe, das zweite Team auszuschalten, diese beiden Typen da ohne Harnisch, mit dem verzauberten Steinschwert, aber das von gerade, nee, ganz ehrlich, einfach dieses plumpe Anlügen, ne? So, oh, kannst du mir bitte helfen? Das ist so eine Sache, okay, nee, das, wenn man sowas macht, ich meine, okay, wie scheiße muss man sein, um sowas zu machen, ganz ehrlich. Tja. Ja. Sowas sieht man auch nur bei Survival Games, liebe Leute, das ist halt so. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend, liebe Leute, hauen Sie rein. Wir sehen uns am Donnerstag wieder mit einer nagelneuen Folge ungeschnitten Minecraft Survival Games. Auf dem hivemc.com-Server. Bis dann, euch eine schöne Zeit. Hauen Sie rein, machen Sie es gut. Bis dann. What does the fuck say?